So. Ups. Ja, wir gehen jetzt zum nächsten Neutland. Dem hier. Ich will jetzt nicht den Wachen in die Arme laufen. Deswegen hier hoch. Leiter hoch. So, und dann jetzt da rüber. Gut gemacht, Ezio. Ach, kommt. Das ist doch nicht euer Ernst. Jetzt muss ich eben noch einen Steckbrief abreißen. Echt, ich hasse diese Steckbriefe. Welcher Vollidiot hat sich dieses System überhaupt ausgedacht? Ja, ich drücke doch schon. So. Da hoch. Hoch, hoch, hoch. Jetzt rennen wir einen kleinen Umweg um den Duomo rum. Und dann... trifft sich gut, da vorne ist nämlich der Doktor. Trifft sich der Boden gut mit Ezio? Ich habe ein Elixier aus Blei und Granatapfel gebraut. Heilen und Medizin kaufen. Das war's. Kommt jederzeit wieder. Er wird so. Noch jemanden verletzen, wenn er so weitermacht. Dann gleich weiter. Gleich weiter zum nächsten Leutnant. Zum vorletzten. Nicht in öffentlichen Gewässern. Oh, jetzt weiß ich wieder, was jetzt kommt. Meine Freunde, ich habe frischen Schafsurin und Rosmarinbrühen gegen eure Verlierungen. Ups. Was haben wir hier? Gut, dann leide. Was mit dir? Schlingel! Das ab von mir, Mistkerl. Waffe! Sonst, che Dio vi proteca, signore. Okay. Stirb. Tot. Gut. Beim nächsten kenne ich eine gute Taktik. Also jetzt noch zwei Leute, Leutnants. Bei einem nochmal unentdeckt, bei einem entdeckt. Können wir entdeckt werden? Ah ne, okay. Das ist jetzt erstmal der... Wartet einfach ab. Hier stimmt was nicht. Wo sind die noch Menschen? Ein Herausforderer. Exzellent. Savonarola warnte mich, dass sich jemand gegen uns stellen würde, also habe ich diese Falle gestellt, um die zu erwischen, die den Helden spielen wollen. Es erwies sich als unterhaltsam und effektiv. Lasst uns beginnen! Ja, lasst uns beginnen. Jetzt kriegen wir eine Schlacht. Eine richtige sind wir eine richtige Mann-Armee. Karriereleiter, Attentat auf den Hauptmann der Wache. Okay. Als erstes aber. Was für ein Spektakel! Wie lange du wohl überleben wirst? Vor einiger Zeit schaffte einer 3 Dutzend meiner Leute, bevor wir ihn endlich erledigen konnten. Bald wird nichts mehr von dir zum Begraben übrig sein. Du bist ein toter Mann. Oh. Interessant. Jeden verdammten Tag kommt ein anderer von euch. Von Konformisten, Unzufrieden, Revolutionäre, Rebellen. Ich habe alles gesehen. Okay, dann nehmen wir mal das Schwert. Den und alles gehört. Ja, ich habe viel Riechsalz dabei. Ich werde mit denen fertig. Los! Du
Beschuldigungen. Kannst glauben, dass du der Rächer der Unterdrückten bist? Ein Held, der die Stadt befreien wird? Ein Rebellenführer, der ein neues Zeitalter bringt? Einer, der für Gerechtigkeit ist? Oder frei? Oh, kommt! Welche Lüge soll es sein? Oh, sur! Non sono mica così bravo! Jetzt erledigt ihn! Seid nur bereit, wenn der Moment gekommen ist! Oh. Wie in Assassin's Creed 1. Nur mit Bart. Und täusche dich nicht. Das sind Lügen. Egal, was ihr sagt. Irgendwas ihr seid alle aus demselben Grund hier. Und ihr sucht etwas. Gloria. Verdammt, ich wurde im Konto unterbrochen. Oh, cool. Ich glaube, den einen da habe ich getötet, aber er ist nicht umgefallen. Bug! Ora et labora! Was willst du also? Ist es Bestätigung? Oder vielleicht Buße für eine alte Sünde? Hat dich dein Vater misshandelt? Haben deine Kinder gehänselt? Hat deine Kinder verlassen? Oh Mann! Töte ihn! Oh Mann! Würde ich auf Unsicherheit tippen. Warum sonst würdest du die Kapuze tragen? Warum versteckst du dein Gesicht? Ich bin ein Assassine, du Depp! Wird nichts mehr von dir zum Begraben übrig sein. Oh, komm, komm. Deine Worte sind vergeudet und spitzen dich nur weiter. Ach, jedoch, kämpfe. Du kannst dich ewig durchhalten. Mann, ich bin voll mit Pfeilen. Ich muss hoch, bevor ich noch einen Pfeil abbekomme. Oh Mann, hört endlich auf, mich mit Pfeilen zu beschießen, ihr Deppen. Nein, Ezio. Oh gut. Ah, Mann! Bogenschützen, ich hasse Bogenschützen. Und ich... bin das jetzt eine Rauchbombe. Ich hab jetzt keinen Bock mehr, mich mit den Typen hier rumzuschlagen. Und noch schnell eine Medizin. Welchem Holz du geschnitzt bist. Haltet eure Stellungen, wie es euch beigebracht wurde. So. Hidden Blade. Oh, endlich ein Bogenschütz weniger. Gut, jetzt noch den da drüben. Oh Mann, ich stecke hier voll mit Pfeilen. Ich bin voll mit Pfeilen. Irgendwie genial, aber trotzdem.
Nein, bevor ich jetzt auf den einen eingehe, da schlage ich noch schnell den hier vom Dach. Bald wird nichts mehr von dir zum Begraben übrig sein. So, stirb. Erinnert euch an die Ausbildung, Männer. Ich glaube, das sollten sie im Kampf eigentlich sowieso immer. Au. Au. Das tut weh. Das tut ganz bestimmt weh. So, schubsen. Jetzt den Hauptmann erledigen. Möglichst schnell. Da vorne ist er. Irgendwas stimmt nicht. Ah ja, du atmest noch. Vielleicht kann ich ihn runterwerfen. Nee, es klappt nicht. Du wirst mich im Kampf erledigen, Ragazzi! Stirb! Stirb! Oh Mann! Okay, steigen wir aufs Schwert um. Nein, besser. Auf Rauchbombe. So. Jetzt kann ich mir den Hauptmann schnappen. Tot! Oh, das war jetzt hart. War ich denn wirklich so? So stolz und brutal? Ja. Ja. Nein. Savonarola hat euch verhext. Tat er das? Oder war ich es, der Macht kostete und berauscht wurde? Ich wünschte, ich wäre stärker gewesen. Das wünschen wir alle. Komm, leck jetzt nicht so. Ich auch. Es tut mir leid. Doch es gibt keinen anderen Weg. Requiescat in pace. Ja, okay. Ich sehe gerade, die Zeit läuft mir aus. Und wenn es knapp wird... Verpisst euch. Egal, ich mache jetzt hier einen Schnitt und wir sehen uns dann das nächste Mal, ja, beim nächsten Nordland. Also bis dahin.